Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Ja, in der letzten Folge haben wir ganz, ganz fleißig unsere Weizenfarm hier erweitert. Und jetzt haben wir hier den Cyclic Assembler setzen, der mir hier sehr viel Brot macht. Und daneben setze ich jetzt noch einen wunderbaren Redstone Furnace. Ein Redstone Furnace brauche ich einmal. Redstone Furnace. Wo habe ich den hier? Da, ein Redstone Furnace hätte ich gerne. Also, ich brauche Bricks. 1, 2. Dann brauche ich für den, nicht für das Ding, sondern für den, wo ist jetzt der Redstone Furnace? Da. Der Redstone Furnace braucht noch einen Machine Frame. Nehmen wir den hier. Und er braucht noch dieses Ding einmal. Und dann können wir uns den Redstone Furnace bauen. Hallo. Sehr schön. Redstone Furnace. Und ich brauche noch ein wunderbares Quest Delivery System. Da haben wir noch zwei von. Da, guck mal. Quest Delivery System. Sehr schön. Läuft doch. Läuft gut. So. Dann gehen wir hier rüber. Ich meine, wir haben ja schon über sehr, sehr viele Quest Delivery Systems hier, aber da kommt noch mehr. Da kommt noch wesentlich mehr, denn ich möchte ja jetzt diese eine Quest hier, schaut mal, ich möchte gerne, click here to start, Hell's Kitchen, open, diese Quest hier, Toasty Bread. Ich muss Toast machen, das heißt, ich muss das Brot nochmal toasten, und dafür brauche ich 10.000, das kriege ich hier hin, wenn er mir hier sehr viel Brot macht, weil er mir oben dann, das läuft dann. Also, hier muss ich einmal das Zeug rausführen, den Redstone Furnace anbringen, dem Redstone Furnace Energie bringen. Machen wir so. Redstone Furnace hat Energie. Und dann kommt hier das QDS dran. Gucken wir da. So, hat aktuell noch keine Quest. Der Redstone Furnace muss eingestellt werden. Erstmal kein Signal, bitte. Eingang ist links, Ausgang ist rechts. Sehr schön. Okay, jetzt musste ich da noch mit Minimum einsehen. Warte mal kurz, ich probiere mal kurz was aus, wenn ich hier so stelle. Oh, fuck. Falsch. So, ah, okay. Das funktioniert schon mal so. Das heißt, er hat jetzt gerade... Er bringt's raus. Jawohl. Hier. Ja, das Toast geht raus. Und jetzt muss ich hier mal kurz die Quest auswählen. Diese hier, Select Task. Die soll ich hier rangehen. Toasty Bread ist dran gepackt. Dann hat er hier jetzt das Zeug. Und dann muss ich hier noch sagen, Ciao mit Au. Und das wird raustransportiert. Es wird raustransportiert. Sehr schön. Oder? Ja, es wird raustransportiert. Das heißt, das Quest Delivery System kriegt jetzt hier... Ja, es funktioniert. Also, die Quest wird auch bearbeitet. Ich kann mal kurz meine anderen Quests nachgucken, die ja auch so bearbeitet werden. Das wären vor allem hier unten in For the Hoarding. Das ist einmal hier die... Nee, die Glasgeschichte ist es nicht. Iceberg. Icy Fun. Iceberg. Hier haben wir schon 6%. Beim Punch Tree Great Blisters 12%. Okay, also das... Geht langsam aber sicher voran. Hier funktioniert es sehr, sehr schön. Das finde ich ja geil. Ich weiß gar nicht, warum ich eine Doppelkiste gemacht habe. Eigentlich brauche ich hier keine Doppelkiste. Egal. Also, hier kriegen wir Energie neu. Sehr, sehr gut. Dann werde ich mal kurz was essen. Und dann mal überlegen, welche Quest wir als nächstes in Angriff nehmen. Aber ich muss sagen, das mit dem QDS und so weiter, das gefällt mir ganz gut. Ach ja, wir haben auch die Soul Sand Quest, die ja auch noch bearbeitet wird. Hier... Erstmal werde ich mal kurz mein Inventar ausleeren. Das ist ja viel zu voll. Oh. Hier ist was. Hier ist Item Stuffed. Ah, okay. Stuffed Items. Jede Menge Oak Saplings. Okay, ja, die kann er gerade nicht hochbringen, weil da oben wahrscheinlich voll ist. Na gut. Also, Inventar ausleeren. Ich wollte hier nochmal kurz was nachgucken. Hier unten irgendwo. Die Weak Blood Orb. Ich werde nämlich jetzt mal kurz eine Chest nehmen. Und alles, was Blood Magic ist, nach oben packen. Eine Chest bitte. Dankeschön. Und die werde ich mal nach oben packen, bevor ich dann irgendwie die Sachen verliere und nachher nicht mehr weiß, okay, was war jetzt was. Da kommt eine Kiste nach oben. Ich muss mir hier die Monster, die hier rum,
rumflattern. Auch nochmal killen. Kurz mal F7. Damit hier was ist. So, hier einfach mal eine ganz einfache Chest hingesetzt. Um hier Chest die Sachen reinzupacken, die ich erstmal nicht brauche. Okay, dann einmal das Inventar ausleeren, weil das gerade viel zu voll ist. Inventory, hallo. Weg, 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 weg. Sackgesammler weg. Das ist weg, das weg, das weg. Die Watering Can behalte ich noch mit Precision Sledgehammer kann rein. Bucket, das Ding. Zombie Head. Netherrack kann alles da rein. String, Redstone, Energy, Conduits. Tomato Seed. Okay, tschüss, Tomato Seed. Ironwood Cap, Dingsbums. Behalte ich noch einmal. Den Water Bucket kann rein. So, Platz im Inventar. Ja, Gott sei Dank. Also, ich wollte jetzt noch mal kurz das Ding rüberpacken. Dann wollte ich die Monster killen. Die hier rumflattern in meiner Mob-Farm. Ah, das hier ist doch der wunderbare, das wunderbare Ding. Hallo. Hi. So, Türchen auf und hallo Freunde. So, nicht explodieren bitte. Ja, komm mal her, du Arschloch. Hallo, komm mal her. Hallo, guck mal, hallo. So, da drin sind doch mit Sicherheit noch mehr, oder? Hi. So. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Das war, da sind noch welche. Ah, hier ist noch ein Ciao. Wenn du explodierst, ist mir scheißegal. Ah, wieder kein... Ich brauche Enderperlen, Mann. Kollege Schnürschuh. Gib mir Enderperlen. Oh, hier ist wieder Energie. Oh ja, hier fehlt wieder Energie. Und gerade mal gucken, wie es hier aussieht. Ist hier endlich mal was gewachsen? Oh, Gott sei Dank, die Spice Leaves sind endlich mal gewachsen. Da werde ich jetzt aber trotzdem erst nochmal anbauen, weil ich davon noch einige mehr brauche. So. Ich kann aber mal die Tomaten ernten. So. Und die Blueberries ernte ich mir auch. Der Asparagus, der Spargel ist auch fertig. Wie sieht's hier aus? Okay. Und hier. Ernten. So. Oh, jetzt habe ich hier Scheiß gebaut. Das war blöd. Dies sollte so nicht sein. So, hallo. So. Oh, hier habe ich auch noch jede Menge Zeug. Gottes Willen. Go. Das können wir erstmal alles einpacken. Hier rein. So, das Zombie Brain brauche ich nicht. Asparagus und das. Die Pfeile, den. Das da rein. Komm, Zombie Brain geht auch rein. Ist mir egal. Okay, mit welcher Quest machen wir weiter? Ich könnte hier nochmal... Oh, Purple Madness, dafür brauche ich ein anderes Ding. Was haben wir hier eigentlich noch? Automated Mining, Laser Drill und das, die Geschichte, okay. Digital Storage, Massive Storage, Deep Storage Unit. Oh Gott, nee, da mache ich später mit weiter. Was muss ich hier denn machen? Witch, Slime und Brainy Zombie. Oh Gott. Locked Quest, okay. Click here to start. Ich würde sagen, wir machen mal, gucken mal kurz in Hell's Kitchen rein. Was haben wir denn hier noch so? Also, Toasty Bread wird gearbeitet. Tasty Pasta, da brauchte ich die Spice Leaves, genau. Brunch, Hearty Breakfast. Breakfast. Ein Hearty Breakfast. Hearty Breakfast. Wo haben wir es denn? Da. Da brauche ich ein Fried Egg, ein Cooked Pork Chop, ein Toast, einmal Potato Cakes und oh Gott. Okay, was gibt's sonst noch an Quests, die ich so machen kann? Oh Gott. Not so fast food. 1000 Bacon Mushroom Burger. Ach du Heiliger. Oh, Aged Juice, Vinegar. Da kann ich aber was machen, oder? Vinegar. Kann ich die auch aus Apple Juice machen? Und ein Pot und Apple Juice. Das müsste ich doch hinkriegen. Äpfel habe ich eine ganze Menge. Ich probiere es mal kurz aus. Also, bitte, ich brauche den Pot. Und ich brauche Apple Juice. Apple Juice. So, Apfel nehme ich. Und ich brauche den Juicer. Den Juicer, hallo. Und dann einmal Apple Juice machen, danke. So. Den Juicer wieder rein und dann hier. Dann kriege ich Vinegar. Okay, das funktioniert schon mal.
Dann sollte ich jetzt kurz überlegen, wie mache ich das? Ich muss einmal. Ich brauche natürlich den Pot. Hoppala. Pot. Ich brauche einen Juicer. Dann mache ich nämlich die Quest auch nochmal mit rein. Juicer. Da. Den Juicer. Okay. Da brauche ich die Pressure Plate. Moment, das kann ich natürlich auch wieder über Juicer machen. Guck mal hier. Juicer. Whoop. Pressure Plate. Einmal herstellen. Und dann kann ich mir den Juicer nochmal bauen. Ein zweites Mal. Den Juicer brauche ich. Und dann brauche ich den Pot. Den habe ich ja hier auch. Pot. Nehmen wir auch mit. Okay, jetzt brauche ich mehrere Cyclic Assembler. Cyclic Assembler. Zwei Stück auf jeden Fall. Und ein QDS. Quest Delivery System. So, dann brauche ich jede Menge Energie. Also ich brauche Leadstone Energy Conduits. Ich brauche Servos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leadstone Energy Conduits und Servos. Da haben wir noch eins. Das reicht aber wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht doch. Servos, Leadstone und noch ein paar Item Ducts. Alles, das muss alles mit. So. Dann gehen wir jetzt mal nach unten und versuchen nochmal die Quest hier ins QDS zu packen. Bock. Ich brauche noch zwei Schematics. Da nehme ich mir auf jeden Fall mal hier ein Stack Lapis Lazuli mit. Paper habe ich noch genug. Nee, nicht Leadstone. Ich brauche Paper. Auch nicht. Ich brauche Schematic zweimal. Schematic. So, da fehlt das Lapis Lazuli. So. Eins. Oh, ich habe kein Paper mehr. Also doch wieder Paper. Nicht Payer. Paper. So. Heidewitzka. Komm her. So. Mache ich mir einfach mal einen guten Schwung raus. Und dann nochmal das Schematic. Schematik. Da noch einmal. Sehr schön. Hier sind wir. Wie sieht es hier aus? Oh Gott, da ist schon wieder so voll. Ich muss dringend wieder Storages bauen. Dringendst. Und dann nehme ich wieder das 4K Storage. Das bringt einfach am meisten. Okay. Ah, hier wollte ich noch mal was machen. Ich wollte hier mir nochmal das Zeug rausholen. Und verkraften. So. So, da gibt es nämlich 43 neue Soul Sand. Den Heat Sand kann ich zurückpacken. Und die da reinpacken. Die werden direkt ins QDS geschmissen. Perfekt. So, hier habe ich dieses wunderbare Ding. Da komme ich so gerade gar nicht ran. Okay, wir machen es mal anders. Ich nehme die Äpfel, packe die Äpfel hier rein und nehme alle Äpfel raus und packe die da rein. So, dann nehmen wir hier mal das raus und blockieren es wieder. Haben wir hier die ganzen Äpfel drin. Sehr schön. Dann muss ich aus den Äpfeln erstmal müssen wir hier einen Ausgang machen, der hier mal ein bisschen nach oben geht. Weil wenn ich es hier unten mache, das ist immer blöd. Ich könnte mir hier mal kurz eine ganz kleine Plattform bauen, dass ich da dann das Crafting drauf packe. So. Hi. Gib mir mal ein paar Stacks Cobblestone. Ich muss hier nochmal irgendwie. Da ist noch eine. Hi. Ich brauche hier eine kleine Plattform, deshalb brauche ich hier ein paar von denen. So. Dann mache ich da nämlich die Questgeschichten hin. Und ich sage, ich möchte gerne hier mal hochgehen können. So. Einfach, dass ich hier so ein bisschen was habe, dass ich hier quasi dann eine neue Plattform bauen kann. So. Und noch einen höher. Dann ist das die richtige Höhe. Hi. Und hier dann einfach so eine ganz kleine Plattform, um hier was, ein Crafting-Ding aufzubauen. Habe ich meinen Builder-Spawn? Da ist er doch. So, Builder-Spawn, zeig mal. Nee, so nicht. Sorry, mein Freund, das war falsch. Da muss ich das doch wohl von Hand machen. Doof, doof. Egal. So.
So, eine kleine Crafting-Plattform. So, da muss ich jetzt das Zeug hochführen. Schau mal einer, guck, wo habe ich meinen Crescent Hammer? Danke. Swoop. Und Crescent Hammer, Crescent Hammer. So, von hier aus kommen dann die Äpfelchen nach oben. Das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Du sollst hier nichts machen, bitte. Das ist nicht Sinn der Sache. Also, hier einmal nach oben kommen die Äpfelchen. Darauf bräuchte er die Cyclic Assembler, die beiden. Dann der erste kommt hier hin. Der soll mir als Schematic Apple Juice machen. Dafür brauche ich einen Apfel. So, hier nochmal rein. Also, er soll mir Apple Juice machen. So, das ist Apple Juice. Sehr schön. Wieso kann ich das nicht? Hä? Wieso geht das nicht? Oh, geht das mit dem Juicer nicht? Ach, scheiße. Was war das denn? Wieso geht das nicht? Oh, muss ich das alles von Hand machen? Ernsthaft? Weil der Juicer wahrscheinlich... Moment. Ah, ja klar, ich sollte hier Schematic reinlegen, dann funktioniert das auch. Okay, Schematic ist da. Dann kann ich hier Energie herholen. Moment mal, nee, der Schematic hat immer da. Dann brauche ich nochmal die Item Ducts hier. Das Item Duct führt hier rüber in den nächsten Cyclic Assembler. Hier sollte ich auch mal kurz sagen, Moment mal. Also unten ist Eingang, da ist Ausgang. So, alles ausmachen. Sehr schön. Dann ist hier links Eingang, rechts Ausgang. So, und dann kommt hier das QDS ran. Quest Delivery System. So, den muss ich mal kurz die Task geben. Select Task. Schwupp. H-Juice ist dran. Dann auch hier den Schematic aufbauen. Einmal Pot und einmal Vinegar brauche ich. Okay, Apple Juice brauche ich. Da machen, den machen wir uns noch fix. Hier den Apple Juice. Apple und das Ding. Apple Juice. Apple Juicy, Apple Juicy, tralala. Apple Juice und Pot ergibt Vinegar, sehr schön. Schematic einmal Vinegar, sehr schön, sehr gut, sehr praktisch. Okay, dann haben wir das hier alles drin. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch die hier ein Servo anbringen, sonst funktioniert das nicht. Servo, Servo, Servo. So, Servo has been installed. Dann sagen wir dem noch, hey, guck mal. Und bring das mal raus. Jetzt brauche ich noch Energie. Oh, da lag noch ein Juicer. Energie kriege ich da vorne her. Ich hüpfe hier mal kurz rüber. Schnapp mir die Leadstone Energy Conduits und klaue mir hier oben nochmal einen guten Schwung Energie. Warum tust du das? Das solltest du nicht tun. So. Energie, 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 Hihi, Energie, Hihi. Einmal runter hier. Einmal rüber. Bis dahin und dann einmal hier ran und einmal hier ran. Sehr schön. Jetzt müsste das theoretisch funktionieren. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Wir schauen mal hier rein. Okay, er hat wieder jede Menge Äpfel bekommen. Ich mache das aus. Jetzt müsste er theoretisch Apple Juice machen. Oder braucht er noch den Juicer hier drin? Ja, er braucht den Juicer da drin. Wow, 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 okay. Jetzt muss er das hier noch rauspacken dürfen. So. Dann müsste er hier jetzt... Oh ja, da kommt der Apple Juice an. Jetzt braucht er natürlich den Pot. Dann kriegt er jede Menge Vinegar. Jawohl, ja. Guckt sich an. Und dann hier Crescent Hammer, um hier rauszupacken. Oh ja, oh ja, oh ja. Läuft, läuft, läuft. Oh, ich muss noch die Glasbottles irgendwie rausbringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut. Glasbottles. Ich brauche eine Trashcan für die ganzen Glasbottles. Was soll ich denn? Hallo? Also, Trashcan für Glasbottles. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.